Ein Fluss aus flüssigem Ethan. Temperaturen um die minus 180 Grad Celsius. Ein See aus flüssigem Kohlenwasserstoff mit schwarzen Teerablagerungen. Die Atmosphäre schlimmer als der dichteste Smog. Stickstoff, durchsetzt mit Propan, Acetylen und Nebeln aus Methan. Das ist die Welt des Titan, des größten Saturnmondes. Ein exotischer Mond in einem fantastischen Reich, dem Reich des Saturn, des Herrn der Ringe. Der sechste Planet der Sonne braucht fast 30 Jahre für einen Orbit um die Sonne. Mit einem Durchmesser von 120.000 Kilometern, das Neunfache der Erde, ist Saturn der zweitgrößte Planet. Der Saturn könnte die Erde 752 Mal schlucken. Die Achse der Erde ist um 23,4, die des Saturn um 27 Grad geneigt. In einem Glas voll Wasser, natürlich groß genug, würde der Saturn schwimmen. Der riesige Gasball verfügt nur über 7/10 der Dichte des Wassers. Wie der Jupiter hat auch der Saturn keine feste Oberfläche. Zu sehen sind nur die Wetterbänder in seiner Atmosphäre. Die hier eingefärbten Wetterbänder zeichnen sich nicht so deutlich voneinander ab wie beim Jupiter, weil die Wolken des Saturn tiefer in der Atmosphäre liegen. Zwei Antizyklone, Hochdruckwirbel. Ein Jetstream. Auf dem Saturn toben die stärksten Winde des Sonnensystems. Der Saturn dreht sich extrem schnell, in weniger als 11 Stunden einmal um die eigene Achse. Dadurch wird der riesige Gasball, wie der Jupiter auch, gestaucht. Der Saturn besteht zu 94% aus Wasserstoff, der Rest hauptsächlich Helium. Es gibt 5 Wolkenschichten. Zuoberst die Stratosphäre. Dann Ammoniak, Eiskristalle. Ammoniumhydrosulfid. Wassereiskristalle. Darunter Wassertropfen. Mit der Tiefe nehmen Hitze und Dichte zu. In 1000 Kilometern Tiefe verflüssigt sich der Wasserstoff. Ab 25.000 Kilometern Tiefe wird er metallisch. Im festen Kern des Saturn herrschen Temperaturen von 15.000 Grad Celsius. Das Magnetfeld des Saturn wird vermutlich durch elektrische Ströme im flüssig-metallischen Wasserstoff erzeugt. Das Magnetfeld fängt elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes ein. Es kommt zu Auroren über den Polregionen. Die Partikel werden entlang der Kraftlinien in die Atmosphäre gezogen, nachdem sie eine Reise 10-mal so weit wie die Entfernung Erde-Sonne hinter sich haben. Die Ringe des Saturn. Weniger als 1 Kilometer dick, aber bis zu einer 500.000 Kilometer breit. Die hellsten Ringe, die schon mit einem einfachen Teleskop zu sehen sind, würden sich von der Erde bis zum Mond erstrecken. Die dunkleren Ringe, fast unsichtbar, würden noch weiter reichen. Die Sicht auf die Ringe von der Erde aus ändert sich ständig, weil der Saturn um die Sonne läuft und eine geneigte Achse hat. Ein Blick fast auf die Kante, der sich mehr und mehr öffnet. Diese Linie zwischen den Ringen ist die Cassinische Teilung. Die schmale Trennlinie im Ring A ist die Encke-Teilung. Der Saturn hat 7 Ringe, jeder wird mit einem Buchstaben bezeichnet. Das ist Ring C, weniger hell als A und B. Wie alle anderen Ringe setzt er sich aus Hunderten von Ringen zusammen. Eine Zeitrafferaufnahme des B-Rings. Die dunklen Flecken sind vermutlich Staub, der durch elektrostatische Kräfte aufgewirbelt wird. Die Gravitationskräfte des Saturn verhindern, dass sich die Teilchen der Ringe vom Staubkorn bis zur Größe eines Lastwagens zu Monden formen.
Die Ringe sind vielleicht die Überreste eines Mondes, der dem Saturn zu nahe kam, oder sie stammen von der Kollision zweier Monde. Im Laufe der Jahre werden sie vom Saturn geschluckt werden. Die Ringe D, E und G sind dunkel, fast unsichtbar. Der schmalste Ring ist der F-Ring außerhalb des A-Rings. Er wird durch die Hirtenmonde Atlas und Prometheus zusammengehalten. Der Saturn hat mehr als 30 Monde und es kommen immer noch welche dazu. Die Trabanten sind die einzigen soliden Körper des Gasgiganten. Der kleine Saturnmond Mimas. Ein Geschoss hat einen riesigen Krater in die Oberfläche geschlagen. Wäre es etwas größer gewesen, hätte es den ganzen Mond pulverisiert. Doppelt so groß wie Mimas, mit einem Durchmesser von 500 Kilometern, Enceladus. Eisige Partikel, vermutlich aus dem E-Ring, lassen den Mond hell erstrahlen. Ähnlich vereist und doppelt so groß Tethys. Ein Grabenbruch zieht sich fast vollständig um den Mond. Noch etwas größer der Mond Dione. Zahlreiche Krater und Grabenbrüche zeichnen die eisige Oberfläche des Trabanten. Eine Nahaufnahme von Rhea. 1500 Kilometer im Durchmesser mit einer Oberfläche, die Einschläge der letzten 4,5 Milliarden Jahre dokumentiert. Das ist Hyperion. Seine Oberfläche ähnelt der eines Schwamms. Dunkle Flecken auf einer vereisten Oberfläche zeigt der Iapetus mit einem Durchmesser von 1400 Kilometern. Der kleine Satellit Phoebe hat einen gegenläufigen Orbit. Eine Klasse für sich ist der Titan, der einzige große Mond des Saturn. Größer als der Merkur verbirgt der Titan seine Oberfläche unter einer dichten Atmosphäre. Mit Infrarotkameras gelang es jedoch, die Atmosphäre zu durchdringen. Das Hubble-Teleskop konnte zwei deutlich verschiedene Oberflächenstrukturen identifizieren, vielleicht Kontinente und Ozeane. So könnte es dort aussehen. Meere aus flüssigem Kohlenwasserstoff, Felsen überzogen mit Kohlenwasserstoffschlamm. Eine Atmosphäre wie auf der Erde, reich an Stickstoff, aber zehnmal dichter, angereichert mit Methangasen. Methan, vom Sonnenlicht gespalten, produziert organische Moleküle. Die Frage ist, ob diese lange Proteinketten bilden können, eine Voraussetzung für Leben. Ist der Titan eine Erde im Tiefkühlzustand? 1997 wurde der bisher schwerste Satellit aller Zeiten, Cassini, ins All geschossen, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Nach drei Swing-By-Manövern, einmal vorbei an der Venus, zweimal an der Erde, erreichte Cassini drei Jahre später den Jupiter. Noch einmal durch den Riesenplaneten beschleunigt, brauchte Cassini weitere vier Jahre zum Saturn. Über dem Titan wird der Satellit dann eine Landeeinheit, die Sonde Huygens, absetzen. Huygens wird in die Atmosphäre eintauchen, die Bremsfallschirme öffnen und gleichzeitig erste Proben nehmen. Die Daten werden via Cassini zur Erde gefunkt. Huygens muss weich auf dem Titan aufsetzen. Die eisige Oberfläche ist stahlhart. Ohne Sonnenzellen ausgerüstet, hat Huygens jetzt noch Energie für 30 Minuten. Während es Ethan und Methan schneit, übermittelt die Sonde ihre Daten. Die Sonde ist schwimmfähig, sollte sie auf einem Meer niedergehen. Wenn alles glatt läuft, wird Huygens 2005 auf dem Titan landen und vielleicht klären können, ob hier Bausteine des Lebens existieren. Aber auch wenn dies der Fall ist, werden noch viele Jahre vergehen, bis der Mensch zum Saturn aufbricht.1977 verlässt die Voyager 2 die Erde zur bisher weitesten Expedition ins All. Zusammen mit Voyager 1 sind zwei Sonden auf dem Weg zum Jupiter. Mit einem Swing-By geht es weiter Richtung Saturn.
Hier trennen sich ihre Wege. Voyager 1 verlässt das Sonnensystem, während Voyager 2 mit einem weiteren Swing-by beschleunigt wird, um 9 Jahre nach ihrem Start von der Erde den Uranus zu erreichen. Und 3 Jahre später, 1989, den Neptun. Durch das Swing-by-Manöver vorbei am Jupiter wurde Voyager 1 auf 48.000 Stundenkilometer beschleunigt. Eine günstige Planetenkonjugation nutzend, die nur alle 176 Jahre auftritt, wurde Voyager 2 vom Saturn noch einmal Richtung Uranus beschleunigt. Nach 12 Jahren erreichte Voyager 2 den Neptun. Ohne Swing-by hätte dieselbe Reise 30 Jahre gedauert. Selbst ein Funksignal braucht von dort mehr als 4 Stunden, um die Erde zu erreichen. Goldene Scheiben auf beiden Voyager-Sonden enthalten Informationen über die Erde und unser Sonnensystem. Aber es werden noch tausende Jahre vergehen, bis die Sonden den nächsten Stern erreichen. Von unserem Stern, der Sonne, ist der Uranus 2,8 Milliarden Kilometer entfernt. Das ist genau die doppelte Entfernung des Saturn. Voyager 2 funkte die ersten Nahaufnahmen zur Erde. Uranus ist ein Gasball mit Ringen. Sie wurden von einem Astronomen entdeckt, der das Flackern eines Sterns bemerkte, als er den Neptun passierte. Die 11 Ringe sind dunkel und schmal. Der Uranus ist ein Gigant mit dem 4-fachen Erddurchmesser. Aber im Vergleich zum Jupiter wirkt der 3. größte Planet des Sonnensystems bescheiden. Die Erde passt 64 Mal in den riesigen Gasball. Der Uranus dreht sich rückwärts. Er hat eine Achsneigung von 98 Grad, die Erde von 23 Grad. Voyager konnte kaum Strukturen in der Oberfläche der Atmosphäre ausfindig machen. Erst mit dem Hubble-Teleskop und mit Infrarotkameras ließen sich Wetterphänomene und Wolken bestimmen. Unter einer minus 220 Grad kalten Wolkendecke aus Methan liegen 4 weitere Wolkenschichten. Zuoberst ein Smog aus Kohlenwasserstoffen. Dann Methan und Wasserstoff. Ammoniumhydrosulfid. Dann eine Übergangszone, in der sich die Gase verflüssigen. Und im Inneren ein Gemisch aus Wasserstoff, Helium und Eis. Noch weiter im Inneren ein seifiges Wasser-Methan-Gemisch. Und seltsam für einen Gasgiganten, sein Kern ist nicht sehr heiß. Noch seltsamer ist das Magnetfeld. Es hat eine extreme Neigung und verläuft nur durch eine Hälfte des Planeten. Vermutlich entstehen die Kraftlinien nicht im Kern, sondern in einer der Schichten darüber. Die Monde und Ringe des Uranus von oben betrachtet. Die meisten Ringe sind weniger als 10 Kilometer breit. Sie bestehen aus dunklem kohlenstoffhaltigem Material. Und so könnten sie entstanden sein. Durch einen Einschlag wurde der Mond Miranda zertrümmert. Aus den Trümmern haben sich dann sowohl die Ringe wie auch der Mond neu geformt. Eine Kollision mit einem Geschoss von der Größe der Erde hat den Uranus vermutlich auf die Seite gekippt. Beide Theorien sind unbewiesen und umstritten. Aber die chaotischen Konturen von Miranda würden die eine Theorie untermauern. Die eisige Welt von Miranda, 480 Kilometer im Durchmesser, ist ein geologisches Wunder. Man glaubt, dass die Kruste von nach oben drängendem, halbgeschmolzenem Eis aufgerissen wird. Diese Felsenwände sind 15 Kilometer hoch. Bei der schwachen Schwerkraft Mirandas würde es 14 Minuten dauern, bis man auf dem Grund aufschlägt. Mehr als 2-mal so groß ist der Mond Ariel, der ebenfalls von Rissen durchzogen ist. Die Kruste des noch etwas größeren Umbriel ist von Einschlagkratern gezeichnet. Mit einem Durchmesser von mehr als 1500 Kilometern ist Titania der größte Mond des Uranus. Der etwas kleinere Oberon ist der äußere der großen Monde. In der Mythologie ist Uranus der Vater des Jupiter und des Neptun.
Für Voyager 2 war der Neptun die nächste Station. Der Gott der Meere, der letzte Gasgigant, benötigt 165 Jahre für einen Orbit um die Sonne. Probleme bei der Positionsbestimmung des Uranus führten zur Entdeckung des Neptun. Der Uranus beschleunigt, wenn er sich dem Neptun nähert. Hat er ihn überholt, verlangsamt er seine Umlaufgeschwindigkeit wieder. Das war's. Die Schwerkräfte des Neptun beeinflussten den Orbit des Uranus. Diese Ablenkung berechnend, entdeckten Astronomen den Neptun. Mit dem Vierfachen des Erddurchmessers ist Neptun wesentlich kleiner als Jupiter, aber fast so groß wie der Uranus. Die Erde passt 58 Mal in den Neptun, 64 Mal in den Uranus. Der Neptun hat jedoch eine größere Dichte und Masse als der Uranus und nur eine Achsneigung von 30 Grad. Die Erde im Vergleich 23 Grad. Im Gegensatz zum Uranus lieferte der Neptun für die Kameras der Voyager interessante Oberflächenstrukturen. Am deutlichsten zu erkennen der große dunkle Fleck, ein Antizyklon südlich des Äquators. In 16 Tagen wirbelt der Sturmgigant einmal um seine Achse. Weiter südlich ein Zyklon mit dem Namen D2 oder Auge des Zauberers. Der Neptun ist ein stürmischer Planet. Hier ziehen Cirruswolken in Bändern durch die äußere Atmosphäre. In 16 Stunden und 7 Minuten rotiert das Innere des Neptun um die eigene Achse. Die verschiedenen Wolkenbänder jedoch drehen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil der Neptun ein Gasplanet ist und weil einige Stürme am Äquator entgegen der Rotationsrichtung wehen. Nach Voyager warf das Hubble-Teleskop einen Blick auf den Neptun. Der große dunkle Fleck war verschwunden. 6 Jahre später ein weiterer Blick mit dem Hubble-Teleskop. Die Atmosphäre des Neptun war völlig klar. Wie beim Uranus betragen die Temperaturen in der oberen Wolkendecke minus 220 Grad. Auch die Schichtung der Wolken ist ähnlich. Zuoberst Nebel aus Kohlenwasserstoffen, dann ein Gemisch aus Methan und Wasserstoff und gefrorenes Ammoniak, das auf Sulfide regnet. Darunter eine Übergangszone, in der sich das Gas verflüssigt. Im Inneren ein Gemisch aus Wasserstoff, Helium und seifigem Eis. Noch weiter innen Wassereis und Methan und ein fester heißer Kern, der mehr Hitze ausstrahlt, als er von der Sonne aufnimmt. Der Neptun hat ein außergewöhnliches Magnetfeld. Mit einer Achsneigung von 47 Grad verläuft die Achse näher an der Oberfläche als am Kern. Und wie bei allen Gasgiganten haben die Kraftlinien eine der Erde entgegengerichtete Polarität. Der Neptun hat 2 größere und einen kleineren inneren Ring. Der äußere Ring variiert in seiner Stärke. An manchen Stellen haben sich Teilchen zu Bögen zusammengeklumpt. Neptun hat 10 kleine Monde und einen großen Mond, den Triton. Triton hat einen Durchmesser von 2700 Kilometern und eine reflektierende Oberfläche mit der größten bekannten Vielfalt an Eis und der tiefsten bekannten Temperatur im Sonnensystem, minus 235 Grad Celsius. Die minimale Wärme, die nicht vom Mond reflektiert wird, schmelzt Stickstoff, der hoch in die hauchdünne Atmosphäre hinausgetragen wird. Alles das passiert 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Finster, winzig und kalt. Das ist der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Pluto ist so dunkel, dass er erst 1930 entdeckt wurde und erst Jahre später, 1978, sein Mond Charon. Entdeckt wurde Pluto von einem einfachen Bauernjungen aus Kansas, Clyde Tombaugh. Seit der Entdeckung des Uranus 1781 und des Neptun 1846 war er der Erste, der wieder einen neuen Planeten fand.
Vom Landleben gelangweilt, bestieg Tombeau einen Zug. Es sollte eine Reise werden, die ihn von der Landwirtschaft zur Astronomie führte. Beeindruckt von den Beobachtungen, die er an seinem einfachen Teleskop zu Hause gemacht hatte, bot man ihm einen Job am Lowell Observatorium in Flagstaff, Arizona an. Dort nahm er teil an der Jagd nach dem Planeten X. Der Gründer des Observatoriums, Percival Lowell, war regelrecht besessen von dieser Suche. Erfolglos und frustriert war er 14 Jahre zuvor gestorben. Aber die Suche ging weiter. Lowell war überzeugt von der Existenz eines Planeten X. Anders wären die Abweichungen in den Orbits von Uranus und Neptun nicht zu erklären. Aber Lowells Reputation war umstritten. Schon zu oft hatte er von Beobachtungen berichtet, die sich als trügerisch erwiesen hatten. Kometensichtungen oder Kanäle auf dem Mars. 25 Jahre schon währte die Suche nach dem Planeten X, als Tombeau seine Arbeit am Observatorium aufnahm. Dieses kleine Teleskop war sein Fenster zum Himmel. Nacht für Nacht wurde der Himmel auf großen Glasplatten, die stundenlang belichtet werden mussten, fotografiert. Dieses mühsame Sammeln von Daten war vor allem in den eiskalten Winternächten eine aufreibende Tätigkeit. Nach 25 Jahren erfolgloser Suche war die Moral auf den Nullpunkt gesunken. Die frischen Augen von Tombeau waren willkommen. Und bald sollte er eine zusätzliche Aufgabe bekommen. Er verglich die Bilder von kleinen Himmelsabschnitten, die im Abstand von mehreren Nächten aufgenommen worden waren. Er legte sie übereinander und konnte so Objekte bestimmen, die sich innerhalb des Sonnensystems vor dem Hintergrund der Fixsterne bewegten. Er bearbeitete die Platten systematisch wie ein Kornfeld. Jeder Himmelsabschnitt zeigte tausende Objekte. Und jeder Teil eines Himmelsabschnitts hunderte von Sternen, Galaxien oder Clustern. Auf der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen sichtete Tombeau mehr als 45 Millionen Objekte. Jeweils nach einer halben Stunde unterbrach er seine Arbeit für 15 Minuten. Die Anforderungen an seine Konzentration waren immens. Aber nach 6 Monaten hatte Tombeau endlich den springenden, leuchtenden Punkt gefunden. Immer wieder verglich er die Platten aufs Neue, bevor er den Direktor des Observatoriums, Dr. Slipher, von seiner Entdeckung informierte. Dr. Slipher, ich habe Ihren Planeten X gefunden. Wie eine Feder sprang er aus seinem Stuhl hoch, ein Ausdruck der Freude, aber auch der Zurückhaltung in seinem Gesicht. Slipher ordnete Stillschweigen an. Der entsprechende Himmelsabschnitt sollte noch einmal fotografiert werden. An diesem Abend, dem 18. Februar 1930, war der Himmel bedeckt. Tombeau aß zu Abend und schaute sich einen Film an, in der Hoffnung, die Wolken würden später aufreißen. Nach Mitternacht ging der Mond auf. Jetzt war es zu hell am Himmel. Um 1.30 Uhr ging Tombeau zu Bett. Am nächsten Abend konnte er endlich seine Fotos machen. Und wie erwartet, das Objekt hatte sich von seiner früheren Position bewegt. Clyde Tombeau, 24 Jahre alt, hatte den Planeten X endlich gefunden. Aber am Observatorium spielte man seine Rolle herunter. Und selbst heute kennen die Menschen in Flagstaff den Namen des wahren Entdeckers kaum. Die meisten glauben immer noch, es sei Lowell gewesen. Lowells Schatten war übermächtig. Der Planet X, Pluto, wurde automatisch ihm zugeschrieben. Aber es waren die Fähigkeiten und die Ausdauer Tombeaus, die zur Entdeckung des Plutos geführt hatten. Er hatte den Ruf des Observatoriums wiederhergestellt. 1945 musste Direktor Slipher Tombeau wegen angeblich fehlender Mittel entlassen. Eine bittere Pille für Tombeau, der nach dem Krieg seine Forschungsarbeit wieder aufnehmen wollte. 50 Jahre später glaubte Tombeau immer noch, dass Pluto der wahre Grund war. Er war eifersüchtig, dass ich ihn gefunden hatte. Tombeau ging nach White Sands, New Mexico, in die Raketenentwicklung, ein Vorläufer des NASA-Raumfahrtprogramms. Ein Jahrzehnt später kehrte er zur Astronomie zurück. An der New Mexico State University Las Cruces erhielt er einen Lehrstuhl für Astronomie. Der Professor, der einen Planeten gefunden hat.
Pluto ist kein gewöhnlicher Planet. Die Ebene seiner Umlaufbahn ist zu der der anderen Planeten geneigt. Die Umlaufbahn selber ist eine exzentrische Ellipse. Am sonnennächsten Punkt seines Orbits steht Pluto noch innerhalb der Umlaufbahn des Neptun. Pluto am äußersten Punkt seiner Umlaufbahn. Fast 250 Jahre braucht er für einen Orbit um die Sonne. Pluto hat einen Mond, der nach dieser Frau benannt ist. Ihr Mann, Jim Christie, entdeckte den Pluto-Mond. Viele Männer versprechen ihren Frauen den Mond. Jim hat sein Versprechen gehalten. Jim Christie hatte den Mond auf Fotografien des US Naval Observatoriums in Flagstaff entdeckt. Er schlug vor, den Mond nach seiner Frau zu benennen, Charon. In der Mythologie war Charon der Fährmann, der Pluto in die Unterwelt brachte. Auf dieser Fotoplatte ist nichts von Charon zu sehen. Auf dieser erscheint der Pluto gedehnt. Die Auswölbung ist Charon, ein vergleichsweise großer Mond mit einem Fünftel der Masse des Pluto. Die zwei Himmelskörper sind wie ein Doppelplanet. Sie rotieren in weniger als 20.000 Kilometer Entfernung umeinander. Ein Orbit dauert 6,5 Stunden. Im Vergleich zur Erde ist der Pluto winzig. Selbst unser Mond hat 6-mal mehr Masse. Und Lowells Annahme war falsch. Plutos Masse reicht nicht aus, die Orbits von Uranus oder Neptun zu beeinflussen. Die Rotationsachse der Erde ist um 23,4 Grad geneigt, die des Pluto um 122 Grad gekippt. Bei ihrer Bewegung um die Sonne zeigen Pluto und Charon von der Erde aus wechselnde Ansichten. Nur diese Position ist für Astronomen ein günstiger Beobachtungswinkel. Die Eklipsen zwischen Charon und Pluto sind ein Fenster für Astronomen, das ihnen einen Blick auf die Oberfläche des Pluto gewährt. Diese Aufnahmen stammen von Eklipsen zwischen 1985 und 1990. Das beste Pluto-Bild, das von der Erde aus gemacht werden konnte. Das Hubble-Teleskop konnte Regionen verschiedener Helligkeit auf der Oberfläche identifizieren. Wissenschaftler glauben, dass sie aus Eis besteht, während das Innere des Pluto ein Gemisch aus Fels und Eis ist. Am innersten Punkt seines Orbits ist der Pluto fast 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Am weitesten Punkt mehr als 7 Milliarden Kilometer. Letzterer liegt bereits im Kuiperring, eine Zone gefrorener Himmelsobjekte, deren größter Pluto ist. Hunderttausende dieser Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 100 Kilometern werden hier vermutet. New Horizons, eine Raumsonde, die zum Pluto fliegen wird. 2015 soll sie Bilder und Daten von der einzigen Welt im Sonnensystem liefern, die bisher nicht näher erforscht wurde. Nach Pluto und Charon wird die Sonde weiter in den Kuiperring fliegen. Clyde Tombaugh wird die Ergebnisse dieser Mission nicht mehr erfahren können. Er starb 1997. Hätte er gerne den Pluto besucht? Sicher nicht. Seine langen Nächte am Teleskop waren schon kalt genug, aber die Temperaturen dort liegen unter minus 200 Grad Celsius. Und am sonnenfernsten Punkt des Pluto-Orbits gefriert selbst seine Atmosphäre. Am Nachthimmel, der sich durch die Erdrotation scheinbar über uns hinfort bewegt, gibt es mehr zu beobachten als Sterne, Planeten oder den Mond. Es sind Besucher aus dem All, Nomaden, die plötzlich auftauchen, manchmal wochenlang am Himmel leuchten, um dann so plötzlich zu verschwinden, wie sie gekommen sind. Die Kometen. Die Entstehung des Sonnensystems erklärt auch die Kometen. Im heißen Zentrum kondensierten die schweren Elemente Metalle und Silikate. Die inneren Planeten bestehen hauptsächlich aus diesen Elementen.
Weiter draußen, in den kühleren Regionen der Gasgiganten und des Kuiper-Rings, kondensierten die leichten Elemente gefrorenes Methan, Wasser und Ammoniak. Noch weiter draußen bildete sich eine Zone aus gefrorenen Objekten, die Oortsche Wolke. In der Oortschen Wolke und im Kuiper-Ring haben die Kometen ihren Ursprung. Durch die Gravitationskräfte eines Nachbarsterns wird der Komet in eine Umlaufbahn um die Sonne geschossen. Wenn er der Sonne näher kommt, beginnt das Eis durch die zunehmende Wärme zu verdampfen. Der Komet bildet einen Schweif aus. Der Komet ist jetzt auf einer weiten elliptischen Bahn um die Sonne gefangen. Zeitrafferaufnahmen eines Kometen mit einem blau fluoreszierenden Schweif, hervorgerufen durch die Ultraviolettstrahlung der Sonne. Kometen bilden zwei Schweife aus. Einen blauen aus Gas, einen gelben aus Staub. Eine Sonnenwindböe kann den Gasschweif für kurze Zeit unterbrechen. Auf dem Weg zurück in die äußeren Regionen des Sonnensystems verliert der Komet seinen Schweif. Der Kometenschweif weist immer von der Sonne weg. Der Sonnenwind, elektrisch geladene Partikel, reißt Gasteilchen aus dem Kometen und verursacht den Gasschweif, der sich über 100 Millionen Kilometer ziehen kann. Der breitere, aber kürzere Staubschweif wird durch den Strahlungsdruck der Sonne geformt und ausgerichtet. Kommt der Staubschweif eines Kometen in Erdnähe, tauchen Staubteilchen in die obere Atmosphäre ein, verglühen dort und leuchten als Meteorschauer auf. Es ist nicht möglich, Kometen in unmittelbarer Sonnennähe zu beobachten. Es sei denn, man blendet die Sonne aus. Dann tauchen sie auf. Hier zusammen mit einer Sonneneruption. Einige entkommen der Sonne nicht mehr. Jupiters gewaltige Anziehungskräfte haben diesen Kometen gefangen und in Stücke gerissen. In 20 oder mehr Teile zerborsten passierte der Komet den gewaltigen Planeten in einer Entfernung von rund 30.000 Kilometern. Aufgereiht wie auf einer Perlenkette. Das war 1993. Shoemaker-Levy 9, so nach seinem Entdecker benannt, war auf Kollisionskurs mit dem Jupiter. Innerhalb von einer Woche schlugen die Kometentrümmer 1994 mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde in die Jupiteratmosphäre ein. Bei Temperaturen von 10.000 Grad Celsius explodierten sie in der suppigen Atmosphäre. Von der Erde aus waren die Einschläge nicht zu sehen. Die Astronomen mussten warten, bis der Jupiter durch seine Rotation seine Narben zeigte. In Infrarot, der Feuerball eines Einschlags. Einige Tage lang war das Gesicht des Jupiters gezeichnet. Die größten Kometentrümmer hatten einen Durchmesser von 3 Kilometern, nicht viel mehr als Nadelstiche für den Gasgiganten. Hätten sie die Erde getroffen, wären die Folgen katastrophal gewesen. Aber Kometen treffen auch die Erde. Der letzte 1908 in Sibirien. Er ist in der Atmosphäre explodiert und hat riesige, unbewohnte Waldgebiete verwüstet. Millionen Menschen hätten ihr Leben verloren, wäre der Komet über einer Großstadt zerborsten. Der bekannteste Komet ist Halley. Vor etwa 200.000 Jahren vom Jupiter auf einen engen Orbit gefangen, taucht er seitdem etwa alle 76 Jahre an unserem Himmel auf. Der sonnenfernste Punkt der Halley-Ellipse liegt jenseits des Neptun-Orbits, der sonnennächste Punkt innerhalb des Venus-Orbits. Auf seinem Weg zur Sonne 1985 und zurück 1986 zog Halley diese Bahn an unserem Himmel. Der berühmte Bayeux-Teppich zeigt den Kometen im Jahr 1066, als die Normannen England eroberten.
In Giottos Fresko war Halley der Stern von Bethlehem. Er hatte ihn 1301 gesehen. Als Edmund Halley den Kometen 1682 sah, erkannte er seine Periodizität und wies die Ellipse seiner Bahn nach. Zum ersten Mal fotografiert wurde der nach ihm benannte Komet 1910. Als er in den 80er Jahren zurückkehrte, war auf der Erde das Raumfahrtzeitalter angebrochen. Eine internationale Armada von Satelliten war zum Kometen unterwegs. Zwei russische, zwei japanische und eine nach dem Maler Giotto benannte europäische Sonde. Giotto kam dem Kometen am nächsten und flog durch sein Koma, das 16 mal 9 Kilometer große Halo aus Staub und Gas im Schatten seines Kerns. ...1998 schickten die Amerikaner eine Sonde zu einem anderen periodischen Kometen. 8 Kilometer lang und geformt wie ein Kegel, der Borelli-Komet. Eine spektakuläre Erscheinung mit langer Periodizität ist der Westkomet. Hyakutake, auch er tauchte wegen seiner langen Periodizität unerwartet auf. Eine andere großartige Himmelsüberraschung war 1997 Hale Bopp. Sein Kern mit einem Durchmesser von 40 Kilometern zog einen beeindruckenden Schweif aus Gas und Staub hinter sich. Rechts der Orbit von Halley mit seiner kurzen Periodizität, im Vergleich dazu der tausende Jahre dauernde Orbit von Hale Bopp. Die Raumsonde Stardust. Ihre Aufgabe ist es, interstellaren Staub zu sammeln. Sie soll zum Kometen Wild 2 fliegen und mit diesen Kollektoren Staubpartikel des Kometen einsammeln und zur Erde zurückbringen. Wissenschaftler hoffen, so zum ersten Mal Materie älter als unser Sonnensystem und Kometenstaub aus der Geburtszeit unseres Sonnensystems untersuchen zu können. Noch ein Komet und noch eine Sonde. Die europäische Sonde Rosetta soll den Churyumov-Gerasimenko-Kometen umkreisen. Ebenso ehrgeizig ist das amerikanische Deep Impact-Projekt. Die Sonde soll auf dem Kometen Tempel 1 einschlagen, dort einen Krater groß wie ein Fußballstadion reißen und das Innere des Kometen untersuchen. Kometen sind die ältesten Objekte des Sonnensystems und könnten viel über seine Entstehung verraten. Vielleicht haben sie das erste Wasser auf die Erde gebracht und so Leben erst möglich gemacht. Vielleicht warten noch 100 Milliarden Kometen in der Oortschen Wolke, um irgendwann mit einem leuchtenden Schweif ihre Reise zur Sonne anzutreten. Die Astronomie ist eine alte Wissenschaft, die seit jeher die Bewegungen am Himmel zu erklären versucht. Von großen Observatorien aus verfolgen Astronomen den Lauf der Sterne, der Planeten, des Mondes und der Sonne. Das Bild des nächtlichen Himmels ändert sich. Von Tag zu Tag geringfügig, von Jahreszeit zu Jahreszeit merklich. Andere Beobachtungspunkte zeigen andere Blicke auf den Nachthimmel. Und derselbe Beobachtungspunkt bietet verschiedene Himmelsansichten im Laufe des Jahres. Die alten Astronomen schafften Ordnung am Himmel. Sie fügten die Sterne zu Sternbildern zusammen, 88 an der Zahl. Hier ein Blick Richtung Norden, die Herbststernbilder der nördlichen Hemisphäre. Das ist der Sommerhimmel der nördlichen Hemisphäre bei einem Blick Richtung Süden. Das ist der Herbsthimmel. Die Griechen benannten mehr als die Hälfte aller Sternbilder. Diese jedoch nicht, weil sie die Sternbilder der südlichen Hemisphäre nicht kannten. Der Herbsthimmel mit Blick Richtung Süden. Das strahlendste aller Sternbilder, Orion, ist fast von der gesamten Erde aus zu sehen. Besonders helle Punkte sind die weißen Sterne im Gürtel des Orion.
Das ist jedoch nur der Blick von der Erde. Ein kurzer Flug ins All zeigt, wie sich die Position der Sterne zueinander verändert, weil sie in unterschiedlichen Entfernungen zur Erde stehen. Von der Erde aus gesehen nehmen sie wieder ihre zweidimensionale Konstellation ein. Orion. In der griechischen Mythologie war Orion ein Jäger, der von einem Skorpion getötet wurde. Und erst wenn die Sterne des Orions hinter den Horizont sinken, taucht das Sternbild des Skorpion am Himmel auf. Das bläulich schimmernde Band ist unsere Galaxis, die Milchstraße. Im Vordergrund leuchtet Antares, der hellste Stern im Skorpion. Das Sternbild ist reich an interessanten Objekten und es sieht wirklich fast aus wie ein Skorpion, vor allem der Schwanz. Wenig überzeugend hingegen Herkules. Oder der Löwe, der von Herkules niedergestreckt wurde. Und wer erkennt hier den Stier? Einfacher auszumachen Cygnus, der Schwan. Das Sternbild der Zwillinge scheint so willkürlich wie der Steinbock. Oder der Schütze, halb Tier, halb Mensch. Deutlich zu erkennen am nördlichen Himmel der nördlichen Hemisphäre ist das Sternbild des großen Wagen, der Teil des großen Bären ist, Ursa Major. Der große Wagen hat 7 Hauptsterne. Dreht man die Zeit 100.000 Jahre zurück, verändern die Sterne ihre Position zueinander, weil sich der obere und der untere Stern asynchron und unabhängig von den 5 anderen Sternen bewegen. Eine gedachte Linie durch die Sterne Merak und Dube führt vom großen Wagen zum Polarstern Polaris. Der Polarstern ist Teil von Ursa Minor, dem Sternbild des kleinen Bären. Der große Bär war in der Mythologie eine Nymphe, die eine verbotene Liebesaffäre hatte. Der kleine Bär, ihr Sohn, jagte sie. Beide wurden für ihre Vergehen vom Göttervater Jupiter bestraft und an den Himmel geworfen. Die Rotation der Erde verursacht die scheinbare Bewegung der Sterne am Nachthimmel. Abhängig vom Standpunkt des Beobachters ist der jeweilige Blick auf den Himmel. Die Achsneigung der Erde und ihre Rotation um die Sonne bedingen die Jahreszeiten und die sich ändernde Dauer von Tag und Nacht. Im Laufe eines Jahres ändert sich durch die Drehung der Erde um die Sonne auch der Blick auf den Himmel. Eine gedachte Linie durch die Sonne führt zum Sternenhimmel hinter der Sonne, der sich im Laufe eines Jahres so verändert. Die Helligkeit der Sonne überstrahlt dieses Bild für einen Beobachter von der Erde. Das ist die scheinbare Bahn der Sonne durch den Himmel im Lauf eines Jahres. Ebenso verändert sich der Nachthimmel auf der gegenüberliegenden Seite. November in der nördlichen Hemisphäre, ein Blick Richtung Süden. Vom selben Standpunkt der Himmel im Februar, im Mai, im August und wieder im November. Aber es gibt einen Stern, der sich kaum zu bewegen scheint, der Polstern Polaris. 2 Sterne im großen Wagen, Merak und Dube, deuten auf Polaris. Während sich der Rest des Himmels im Lauf des Jahres zu bewegen scheint, verharrt Polaris an derselben Position. Eine Illusion, bedingt durch die Neigung und Rotation der Erde. Das Gleiche trifft auf den Himmelssüdpol zu, nur dass hier kein Stern steht. Auf halber Strecke zwischen dem Kreuz des Südens und dem Stern Achernar liegt der südliche Himmelspol. Die Sternbilder des Südens scheinen sich im Laufe des Jahres um den Pol zu drehen. Aber es ist die Erde, die sich bewegt, nicht die Sterne. Egal zu welcher Jahreszeit, es ist der Standpunkt des Beobachters, der das jeweilige Himmelsbild bestimmt. Und egal von welcher Position, es ist immer nur eine Hälfte des Himmels sichtbar. In den mittleren Breiten der nördlichen Hemisphäre zum Beispiel ist das Kreuz des Südens unsichtbar. Der Polarstern hingegen ist zu sehen. Je weiter südlich der Standpunkt liegt, desto tiefer sinkt Polaris am Himmel. In den Tropen steht er nur knapp über dem Horizont. Der rote Punkt am Himmel ist der südliche Himmelspol. Je weiter sich der Beobachter Richtung Süden bewegt, desto höher steigt der südliche Pol.
Der Blick zum Himmel im Süden Argentiniens, auf dem 50. südlichen Breitengrad. Die langsame Bewegung der Erdachse um ihre Senkrechte, die sogenannte Präzession, führt über lange Zeit zur Verschiebung des Himmelspols. Vor 5000 Jahren markierte der Stern Tuban den nördlichen Himmelspol. Heute ist es Polaris und in 4000 Jahren wird es Alderamin sein. Ein Zyklus der Präzession dauert 26.000 Jahre. Eine direkte Linie durch Merak und Dubey führt zum Polaris und zum Sternbild des kleinen Bären. Eine gedachte Kurvenlinie durch Merak, Dubey und Polaris führt zum Sternbild der Cassiopeia. Diese gedachte Linie durch den großen Bären führt zum Capella, dem hellsten Stern im Bärenhüter. Und diese gedachte Linie führt zum Riesenstern Mirfak. Mirfak steht im Sternbild des Perseus. Der große Wagen ist nur ein Wegweiser am Sternenhimmel. Ein anderer ist Orion. Eine Linie durch die drei leuchtenden Punkte in seinem Gürtel führt zum Stern Aldebaran. Der hell leuchtende Aldebaran ist das Auge des Stiers. Im Sternbild Stier liegen zwei bekannte Sternhaufen, die Hyaden und die Plejaden. Eine Linie durch die Sterne Rigel und Betelgeuse im Orion führt zum Stern Castor. Castor und Pollux, die himmlischen Zwillinge. Eine Linie durch die Orionsterne Bellatrix und Betelgeuse führt zum gelb leuchtenden Procyon. Der Procyon steht im Sternbild Canis Minor, der kleine Hund. Castor und Pollux in den Zwillingen weisen den Weg zum Kopf der Hydra und zu Alphard, dem hellsten Stern in der Wasserschlange. Orion wiederum macht es einfach, den hellsten Stern am Himmel zu finden. Eine gedachte Linie von seinem Gürtel führt zum Hundestern Sirius. Orion und die Sternbilder, die sich mit seiner Hilfe finden lassen. Das ist Orion von der südlichen Hemisphäre gesehen, aber auch hier ist er ein guter Wegweiser. Orion, eines von 88 Sternbildern, ist ein Beispiel dafür, wie einige markante Sterne oder Konstellationen die Navigation am nächtlichen Himmel kinderleicht machen. Abseits der künstlichen Lichter der Großstädte ist die Beobachtung des nächtlichen Sternenhimmels ein faszinierendes Erlebnis. Ob vor 4000 Jahren oder heute, der Lauf der Sterne zieht die Menschen nach wie vor in ihren Bann. Die Geschichte der Astronomie reicht zurück in die Zeit der alten Babylonier. Schon 4000 vor Christus beobachteten sie von ihren Ziggurats den Lauf der Sonne. Sie gruppierten die Sterne zu Sternbildern und hatten ein Verständnis von der Bewegung der Himmelskörper. Sie wussten, dass sich die Sonne, der Mond und die Planeten vor dem Hintergrund der Fixsterne bewegen. Die Planeten, die Wandersterne, beschreiben Schleifen am Himmel. Die Sonne, der Mond und die Planeten bewegen sich alle innerhalb einer Himmelszone, die die Babylonier Zodiak nannten. Vom Sternbild des Stiers läuft der Zodiak durch 13 Sternbilder. 12 davon spielen noch heute eine bedeutende Rolle in der populären Astrologie. Die Chinesen blicken auf die längste kontinuierliche Geschichte der Astronomie zurück. Schon vor 4000 Jahren zeichneten sie die Himmelsbewegungen detailgetreu nach. Sie verfügten über genaue Kalender und Sternkarten wie diese. Das Band ist die Milchstraße. Die erste Aufzeichnung einer Sonnenfinsternis stammt vermutlich aus China. Sonnenflecken wurden mit bloßem Auge beobachtet. Die Chinesen kannten die Aurora Borealis, die Nordlichter. Und sie registrierten als erste den Halley'schen Kometen, der alle 76 Jahre wiederkehrt. Chinesische Grabmalereien zeigen Kometen ihres Schweifes wegen als Besensterne.
Die Ägypter schufen den ersten Kalender mit 365 Tagen. Das war 3000 vor Christus, zur Zeit des Pyramidenbaus. Wasser war kostbar in ihrem Wüstenland. Und die Ägypter wussten, dass das Erscheinen des Sirius über dem Horizont die Nilfluten ankündigte. Die Bewässerung der Felder konnte beginnen. Die jährliche Ernte war gesichert. Die Ägypter, Experten der Himmelsbeobachtung, glaubten, dass sie ihre Existenz den Göttern zu verdanken hatten. Besonders verehrten sie den Sonnengott Re, ein Kult, der sich bis 500 vor Christus hielt. Dann kamen die Griechen. Aristarch von Samos stellte als erster die Behauptung auf, der Mond reflektiere das Sonnenlicht. Er hatte recht. Aber seine Idee, dass die Erde die Sonne umkreist, kam viel zu früh. Stattdessen glaubte man, dass sich die Sonne und die anderen Himmelskörper in einer Kristallsphäre um die Erde drehen. Auch Aristoteles vertrat diese Meinung, die sich bis ins 17. Jahrhundert hielt. Der Grieche Hipparch verfasste den ersten Sternkatalog der westlichen Welt und stellte eine Skala für die Helligkeit der Sterne auf. Der in Alexandria lebende Eratosthenes hatte von einem Brunnen in Cyene gehört, in den die Sonne an einem Sommertag mittags genau senkrecht hineinschien. Im weiter nördlich gelegenen Alexandria hingegen warf die Sonne zur gleichen Zeit einen Schatten von 7 Grad. Mithilfe dieser Differenz und einfachen geometrischen Formeln bewies Eratosthenes, dass die Erde rund ist und einen Umfang von etwa 40.000 Kilometern hat. Eratosthenes hatte recht. Ptolemäus hingegen irrte. Er war verwirrt durch die Rückwärtsschleifen der Planeten am Himmel. Er erklärte sie mit Kreisbewegungen der Planeten, die diese während ihrer Rotation um die Erde beschrieben. Aber das ptolemäische Weltbild mit all seinen Fehlern überlebte selbst die Zeit der alten Griechen und war allgemein gültig bis ins tiefe Mittelalter. Die Astronomen der Mayas in Zentralamerika hatten einen Kalender mit 584 Tagen entwickelt. Er basierte auf den Zyklen der Venus, die bei den Mayas als Göttin verehrt wurde. Nikolaus Kopernikus gilt als der Begründer der modernen Astronomie und des heliozentrischen Weltbildes. Aber die Kirche sah weiter die Erde als Zentrum des Universums. Erst nach Kopernikus Tod 1543 wurde sein Werk veröffentlicht, das die Sonne als Fixpunkt beschreibt. Der dänische Astronom Tycho Brahe bewies 1577, dass dieser Komet weiter von der Erde entfernt ist als der Mond. Bei einem Duell hatte Brahe seine Nasenspitze verloren, die er durch eine goldene Prothese ersetzte. Das hinderte ihn nicht an einer brillanten Karriere. Seine genauen Beobachtungen halfen zu erklären, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Brahe arbeitete zusammen mit dem deutschen Astronomen Johannes Kepler. Er definierte 3 Gesetze zur Bewegung von Planeten. Erstens, die Planeten bewegen sich nicht kreisförmig, sondern auf Ellipsen um die Sonne. Zweitens, sie verändern ihre Geschwindigkeit. Der Sonne am nächsten bewegen sie sich schneller, am sonnenfernsten Punkt langsam. Das dritte Gesetz besagte, dass sich die Planeten langsamer bewegen, je weiter sie von der Sonne entfernt sind. Die Erde auf ihrem Orbit überholt den Mars. Damit erklärte Kepler die rückwärts gerichtete Schleife. Pisa. Hier arbeitete der große italienische Mathematiker und Astronom Galileo Galilei. 1608 richtete er sein Teleskop, eine holländische Erfindung, schwächer als heutige Ferngläser, zum Himmel. Er entdeckte die Monde des Jupiter, die Krater auf dem Mond, die Phasen der Venus und er verärgerte die Kirche mit seinem heliozentrischen Weltbild. Im späten 17. Jahrhundert entdeckte das englische Genie Isaac Newton mit einem Glasspektrum die Spektralfarben der Sonne. Er entwickelte den ersten Reflektor, der mit Spiegeln anstatt Linsen das Licht sammelte und bündelte. Newton erklärte als erster die Schwerkraft als eine Anziehungskraft, die zwischen zwei Körpern wirkt, und unterstrich damit die Keplerschen Gesetze.
1781 entdeckte Wilhelm Herschel den Planeten Uranus. Mit seinen in England selbst gebauten Teleskopen untersuchte er vor allem die Milchstraße. Er konnte nachweisen, dass wir von der Erde aus einen seitlichen Blick auf eine Scheibe werfen. Aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es Lord Rosse, die Spiralstruktur der Milchstraße zu enthüllen. So zeichnete er einen Spiralnebel, von denen er mehrere durch das größte von ihm selbst gebaute Teleskop seiner Zeit entdeckte. Das späte 19. Jahrhundert brachte vor allem zwei neue Technologien. Die von Newton begründete Spektroskopie, die anhand der Spektralanalyse die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Himmelskörpern ermöglichte, und die Fotografie, mit der die Himmelskörper abgelichtet werden konnten. 1917 wurde das 2,5 Meter Hooker-Spiegelteleskop auf dem Mount Wilson in Kalifornien eingeweiht. Hier machte der amerikanische Astronom Edwin Hubble die grundlegende Entdeckung, dass sich Galaxien voneinander entfernen, das Universum expandiert. 1947 wurde Hale, das erste 5-Meter-Spiegelteleskop, eingeweiht. Mit seiner Hilfe wurde die Expansion des Universums bestätigt. Zur gleichen Zeit begann die Entwicklung der Radioastronomie. Das Raumfahrtzeitalter ermöglichte Himmelsbeobachtungen außerhalb der störenden Erdatmosphäre. Die Teleskope konnten in den Infrarot-, den Ultraviolett- und den Röntgenbereich vordringen. Das Hubble-Teleskop eröffnete völlig neue Bereiche der optischen Beobachtung. Mit dem CCD, einem neuen elektronischen Detektor ausgestattet, ermöglichte Hubble bisher nie gesehene Aufnahmen des Alls. Chile, ein Berggipfel in den Anden. Dort stehen 4 Teleskope, die wie ein Riesenteleskop arbeiten. Das VLT, das Very Large Telescope, ist die neueste Entwicklung in der optischen Astronomie. Obwohl auf der Erde, können die Bilder des VLT mit denen von Hubble konkurrieren. Jeder der 8,2 Meter Spiegel sammelt riesige Lichtmengen. Eine zusätzliche neue Technologie mit aktiven und adaptiven Optiken kompensiert die üblichen störenden Einflüsse der Erdatmosphäre und der Teleskopbewegungen. Werkzeuge des 21. Jahrhunderts für den Fortschritt der Astronomie. Das späte 21. Jahrhundert. 500 Kilometer über der Erde nähert sich ein Raumgleiter einer Raumstation. An Bord Touristen, die ein Wochenende im Orbit verbringen wollen, oder Astronauten, die auf dem Weg zum Mond oder Mars sind. Eine Raumstation ist vor allem ein Hafen im All. Um eine Rakete von der Erde aus zum Mond oder einem Planeten zu schießen, muss sie auf eine Geschwindigkeit von 40.000 Kilometern pro Stunde beschleunigt werden. Von hier oben ist nur ein Bruchteil dieser Energie notwendig. Der Versuch, die Schwerkraft zu überwinden, begann mit dem Bau der ersten Raketen im alten China. Der Amerikaner Robert Goddard legte den Grundstein für den modernen Raketenbau. 1926 startete er in Massachusetts die erste Rakete mit Flüssigtreibstoff. Während des Zweiten Weltkriegs trieben die Deutschen die Entwicklung des Raketenbaus voran, die V2, eine Rakete als Massenvernichtungswaffe. Der Kopf des Projektes, Werner von Braun und sein Wissenschaftsteam, wurden als Kriegsgefangene in die USA gebracht. In White Sands, New Mexico, schmiedete von Braun zusammen mit den Militärs an Raketen für ein amerikanisches Raumfahrtprogramm. Aber die Russen sollten die Ersten im All sein. 1957 schossen sie Sputnik 1, den ersten künstlichen Satelliten, in den Orbit. Und Sergei Koroljew sollte bald eine Rakete entwickeln, die stark genug war, den ersten Menschen in den Orbit zu bringen. Es war Juri Gagarin. Am 12. April 1961 schrieb er Weltraumgeschichte.
Er umrundete einmal die Erde und kehrte als Held zurück. Die Sowjets waren den Amerikanern voraus. 1963 war Valentina Tereshkova die erste Frau im All. Als nächstes gelang es ihnen, zwei und dann drei Männer gleichzeitig in den Orbit zu schießen und 1965 der erste Raumspaziergang eines Russen. Nach einer Reihe von Fehlschlägen mit unbemannten Raketen sollte Alan Shepard der erste Amerikaner im All werden. Ein Monat nach Gagarins Flug machte Shepard einen kleinen Hopser in den Orbit und wasserte sicher wieder auf der Erde. Der Wettlauf ins All konnte beginnen. Präsident Kennedy machte das Ziel klar. Noch vor Ende des Jahrzehnts werden wir einen Menschen zum Mond und wieder sicher zur Erde zurückbringen. 10 Monate nach Gagarins Flug ins All gelang einem amerikanischen Astronauten mit einer Redstone-Rakete die erste Erdumrundung. John Glenn. Ein Hitzeschild der Kapsel löste sich. Glenn hatte einen heißen Ritt zurück zur Erde, aber er schaffte es und die Amerikaner nahmen den Wettlauf ins All auf. Mit der stärkeren Titan-Rakete begannen 1965 die Zwei-Mann-Missionen. Die Gemini-Projekte. 10 Flüge, der erste Raumspaziergang eines Amerikaners und das Testen von Rendezvous- und Docking-Manövern unerlässlich für die geplante Mondmission. Gemini 8 geriet durch die Fehlzündung einer Steuerdüse ins Trudeln. Die Kapsel konnte gerettet werden. 1966 wurde das Gemini-Programm erfolgreich abgeschlossen. Weniger Glück hatten diese Astronauten. Sie starben bei einem Feuer auf der Startrampe in ihrer Kapsel. Das war der tragische Beginn des Apollo-Programms. Nach technischen Modifikationen wurde das Programm wieder aufgenommen. Die Apollo 8-Kapsel löst sich von der letzten Raketenstufe, verlässt als erstes Raumfahrzeug den Erdorbit und schwingt sich auf eine Bahn um den Mond. Weihnachten 1968 kehrt die Crew zur Erde zurück. Alles für die Mondmission war jetzt getestet, außer der Landung. Apollo 9 und 10 testeten die Mondlandefähre im Orbit. Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin, die Crew der Apollo 11. Mit der von Werner von Braun entwickelten Saturn V-Rakete starten sie zum Mond. 3 Tage später sinkt die Landefähre Richtung Mondoberfläche. Collins bleibt an Bord der Apollo-Kapsel im Mondorbit, während Armstrong und Aldrin eine perfekte Landung hinlegen. Sie haben den Mond erreicht. That's one small step for man. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Juli 1969. Start zurück zur Apollo-Kapsel. Armstrong, Aldrin und Collins wieder auf dem Weg nach Hause. 5,5 Monate vor dem von Präsident Kennedy gesetzten Limit haben sie die Mission erfüllt und werden bei ihrer Rückkehr als Helden gefeiert. 4 Monate später erreicht Apollo 12 den Mond. Den Astronauten gelingt eine punktgenaue Landung neben einer unbemannten Sonde. Weniger erfolgreich verlief die Apollo 13-Mission. Eine Explosion zerstört das Service-Modul. Außer den lebenserhaltenden Funktionen wird alles an Bord abgeschaltet. Der Crew gelingt es, mit Hilfe des Kontrollzentrums in Houston das Landemodul als Rettungsfloß zu nutzen. Sie schaffen es zurück zur Erde, jedoch ohne auf dem Mond gewesen zu sein. Im Mittelpunkt der späteren Apollo-Missionen stehen wissenschaftliche Interessen. Der Lunar Rover erweitert den Bewegungsradius der Astronauten, die mehr als 300 Kilogramm Gesteinsproben zur Erde zurückbringen. 1972 verlässt Apollo 17 den Mond. Seitdem ist kein Mensch dorthin zurückgekehrt. Die Amerikaner begannen das Space Shuttle-Programm. Ein wiederverwendbarer Raumgleiter, der kostengünstige Flüge in den Erdorbit ermöglicht. Die Russen blieben bei ihrer einfachen Raketentechnik. Sie bauten Raumstationen wie die Saljut. Schon im 19. Jahrhundert hatte der Russe Konstantin Tsiolkovsky davon geträumt. Und er hätte eine Raumstation wie die Mir, deren Bau in den 80er Jahren begann, geliebt.
Crews aus verschiedenen Nationen lernten an Bord der größten Raumstation zusammen zu leben und zu arbeiten. Selbst amerikanische Shuttle-Missionen flogen zur Mir. Die heutige ISS, die International Space Station, hängt in der Planung weit zurück und ist kostspielig. So könnte die Zukunft aussehen. Ein Raumflugzeug, das unvergleichlich kostengünstiger wäre. Der Clou sind luftatmende Triebwerke, die Sauerstoff aus der Atmosphäre saugen und damit Wasserstoff verbrennen. Eine enorme Gewichtseinsparung, weil wesentlich weniger Sauerstoff transportiert werden muss. Nur im Orbit müssten kurzfristig herkömmliche Raketentriebwerke gezündet werden. Vom Flughafen in den Orbit in 10 Minuten im Vergleich zu russischen Raketen- oder Shuttleflügen ein kostengünstiges Leichtgewicht. Die Raumstation könnte ein Zwischenstopp für Flüge weiter zum Mond sein. Für einen Bruchteil der Kosten, die Direktflüge von der Erde verschlingen würden, schaffen Transporter Lasten von der Raumstation zum Mond. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts leben Menschen auf dem Mond. Minen fördern Erze und wertvolle Rohstoffe. Von der Raumstation startet ein Expressflug zum Mars. Schon heute existieren Pläne für nukleargetriebene Raketen, die den Flug zum Mars von 9 Monaten auf 6 Wochen verkürzen. Der rote Planet wird ein zweites Zuhause der Menschheit werden. Selbsterhaltende Biosphären unter Glaskuppeln schützen den Menschen vor der feindlichen Außenwelt. In noch fernerer Zukunft werden Menschen vielleicht zu anderen Sternen aufbrechen. Aber selbst mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit würde es noch 40 Jahre dauern, unser Planetensystem zu verlassen und den nächsten Stern zu erreichen. Aber warum zu den Sternen reisen, wenn wir auf einem so wunderbaren Planeten leben? Vielleicht sieht die nähere Zukunft so aus. Ein Turm, der sich 36.000 Kilometer hoch über den Äquator erhebt. Ein Konzept von Arthur Clarke. Der Turm ist einer von 4 Aufzügen in den Orbit, Speichen eines gigantischen Rades, dessen Mittelpunkt die Erde ist. Clarks Riesenrad ist zugleich eine Stadt im Orbit und ein Sprungbrett ins All. Der Planet Erde ist ein globales Dorf. Gläsern wie nie zuvor. Wir beobachten die Erde aus dem Orbit. Länder, Städte, Ozeane. Kommunikation ist überall auf der Erde möglich. Ob Telefongespräche oder Daten, alles ist über den Orbit vernetzt. Satelliten senden die Signale, die auf der Erde empfangen werden. Bilder aus der ganzen Welt und selbst von anderen Welten sind heute überall und sofort verfügbar, ob Zeichentrickfilme für Kinder oder Nachrichtensendungen. Telekommunikation ist allgegenwärtig. Via Satellit lässt sich die Position eines Taxis oder eines Autos auf irgendeiner Straße bestimmen. Der Fahrer kann seine Position, seinen Weg und seine Entfernung zum Ziel ablesen. Möglich macht das ein Netz aus Global Positioning Satelliten, das GPS. GPS macht auch die Navigation auf den Weltmeeren zum Kinderspiel, leichter und zuverlässiger als die alten Methoden. Streng gesehen ist der Mond der einzige Satellit der Erde. Alle anderen sind künstliche Satelliten, in diesem Fall ferngesteuerte Sensoren, die die Erde überwachen. In der Landwirtschaft helfen sie, die Wachstumszyklen zu optimieren. Die roten Flächen im Frühjahr zeigen junge Pflanzen, der Rest ist Ödland. Im Hochsommer sind die roten Flächen blühende Kornfelder. Und im Herbst zeigt die grüne Färbung die geernteten Pflanzen. Satelliten helfen, den Wasserbedarf zu ermitteln. Hier 2 Bilder aus 2 aufeinanderfolgenden Jahren. Links Pflanzen mit zu wenig Wasser, rechts gut gewässerte Früchte. Mit Unterstützung der Bilder aus dem Orbit ermitteln Farmer die richtige Bepflanzung und den besten Erntezeitpunkt.
Und Satelliten sind eine Waffe der Schädlingsbekämpfung, zum Beispiel gegen Heuschrecken, die Felder in Minuten kahlfressen können. Die gelben Regionen auf diesen Bildern aus Äquatorialafrika zeigen Feuchtgebiete, in denen Heuschrecken ihre Eier legen. Die gezielte Bekämpfung dieser Brutplätze vermindert Ernteschäden. Satellitenbilder zeigen den Zug der Wolken und damit die Windrichtungen, die Kreisläufe aus warmer, aufsteigender und kühler absinkender Luft, die unser Wetter bestimmen. Schwere Wolken, wann wird es morgen regnen? Satelliten liefern stündlich neue Bilder, auf deren Auswertungen die Wettervorhersagen der Meteorologen basieren. Vor allem bei schlechtem Wetter sind genaue Vorhersagen entscheidend. Schneepflüge müssen einsatzbereit sein, Landebahnen geräumt und Flugzeuge enteist werden. Auch auf den Meeren ist entscheidend, wann wird das schöne Wetter umschlagen. Oder wann wird das schlechte Wetter zu einem Sturm? Gewitter sind leicht aus dem Orbit zu erkennen. Die gelben und orangen Punkte zeigen die Blitzeinschläge, unerlässlich für genaue Prognosen. Die verheerendsten Stürme sind Tornados. Windhosen, die aus Gewitterwolken herauswachsen. Wo sie den Boden erreichen, hinterlassen sie eine Schneise der Zerstörung. Die tropischen Stürme erreichen eine geringere Windgeschwindigkeit, aber sind wesentlich größer. Hurricanes brauen sich über dem Atlantik zusammen. Die Satelliten zeigen, wo sie auf Land treffen werden. Zerstörung und Flutwellen sind die Folgen. Genauso verheerend sind Überschwemmungen im Landesinneren, wenn strömender Regen Flüsse anschwellen lässt. Und weil mehr und mehr Menschen in Flutgebieten von Flüssen siedeln, sind die Folgen immer katastrophaler. Das Satellitenbild eines großen Flusses. Und so sieht es aus, wenn die Wasser über die Ufer treten. Ein anderer Fluss mit Normalwasser und überflutet. Die Satellitenbilder der Flutgebiete helfen Bauplanern im Kampf gegen die verheerendste Naturgewalt der Erde. Satelliten überwachen auch Vulkane. Kein Vulkanausbruch bleibt ihnen verborgen. Bilder, die helfen könnten, zukünftige Ausbrüche vorherzusagen. Diese Konturkarten zeigen Regionen, die durch Ascheregen und Lavafluten besonders bedroht sind. Das Bild eines Vulkankegels. Hier eine Wärmeaufnahme mit Hitzepunkten, die die Eruptionsgebiete anzeigen. Auch vulkanische Emissionen werden von Satelliten verfolgt, so wie diese Partikel eines größeren Ausbruchs in der Stratosphäre. Sie können eine Abkühlung des Klimas um 1 bis 2 Grad zur Folge haben. Eine von Menschen verursachte Katastrophe, ein brennender Tanker. Ein Ölteppich bedroht die Küste und Tierwelt. Aus dem Orbit wird die Entwicklung des Ölteppichs genau verfolgt. Ein langes Band, das später aufbricht. Anhand der Satellitenbilder lässt sich vorhersagen, wo das Öl auf Land treffen wird. Waldbrände bedrohen Menschen und ihr Eigentum. Der Brand, das erloschene Feuer und die Schäden, alles aus dem Orbit gesehen. Der Rauch von Waldbränden an der Westküste der USA ist bis in die Region der großen Seen gezogen. Eine Satellitenstudie, die zeigt, wie Waldbrände die Atmosphäre weltweit verschmutzen können. Rot zeigt Zonen mit erhöhtem Kohlenmonoxidanteil. Nicht nur der Straßenverkehr, auch die Luftfahrt scheint zu einem Problem zu werden. Das Gleiche gilt für Fabrikschlote, die ebenfalls von Satelliten überwacht werden. Die Atmosphäre und ihre Wolkenschichten verändern sich langsam. Das beeinflusst die Absorption, die Reflexion und Wiedereinstrahlung des Sonnenlichts. Und das bedeutet Klimawandel. In Teilen Afrikas wird es trockener. Diese Satellitenaufnahmen zeigen das Austrocknen des Tschadsees. Über Jahre haben Satelliten Region für Region unseres Planeten gescannt. Sie haben ein Bild vom Klimawandel gezeichnet und in der Stratosphäre einen zerstörten Ozonschild ausgemacht. Der natürliche Schutzschild gegen Ultraviolettstrahlung ist über der Antarktis löchrig geworden. Die tropischen Regenwälder sind die Lungen unseres Planeten. Sie absorbieren Kohlendioxide.
Aber das Abholzen der Wälder lässt die Lunge schrumpfen. Riesige Waldgebiete werden gerodet. Satelliten dokumentieren das Zerstörungswerk. Sie zeigen, wie schnell Waldgebiete zu Farm- und Nutzland umfunktioniert werden. Jede Minute gehen so 1,5 Hektar Wald verloren. Ohne Baumwurzeln wird der fruchtbare Boden vor allem in Hanglagen schnell ausgewaschen. Der Klimawandel lässt den Meeresspiegel ansteigen und die zunehmenden Stürme bedrohen die Küstenregionen immer öfter. Die Höhe des Meeresspiegels lässt sich mit Satelliten auf 4 Zentimeter genau bestimmen. Das ist von großer Bedeutung, weil die Wellenhöhe ein Indikator für Wassertemperaturen ist. Warmes Wasser steigt höher als kaltes. Satelliten haben auch ein Bild der Ozeanböden gezeichnet. Die Ozeane sind nicht flach, sondern ein Abbild der Bodenprofile. Das Vermessen der Wasseroberfläche zeigt, was darunter liegt. Die Ozeane haben eine durchschnittliche Tiefe von 4 Kilometern. Sie sind gigantische Wärmespeicher. In den oberen 2 Metern alleine ist mehr Wärme gespeichert als in der gesamten Atmosphäre. Eine Temperaturkarte des Pazifiks, erstellt von einem Satelliten. In Rot wärmeres Wasser, das von der Küste Südamerikas forttreibt. Aber in periodischen Abständen lassen die Ostwinde nach. Das ist die Zeit des El Niño. Ein großer Finger warmen Wassers treibt Richtung Westen über den Pazifik. Für einige Regionen bedeutet das Stürme und sintflutartige Regenfälle. Für andere extreme Dürre. In Australien kommt es zu Ernteausfällen. Der Klimawandel könnte zum Abschmelzen der Eismassen an den Polen führen. Satelliten messen ständig die Eispanzer der Antarktis und Grönlands. Wegbrechende Eisberge und die Stärke des Eismantels werden registriert. Schmelzendes Grönlandeis könnte den Salzgehalt des Nordatlantik reduzieren, den Golfstrom unterbrechen und so zu einem kühleren Klima in Nordeuropa führen. Die Satelliten werden es zeigen. Ob in Rot und Blau bei der Klimaforschung, in Grün und Blau bei der Temperaturmessung der Ozeane, in Grün und Weiß bei der Studie von Eis und Schnee, oder internationale Raumstation, die ISS, Albtraum oder wahr gewordener Wunschtraum? Die größte Konstruktion, die je im Orbit geschaffen wurde. Mindestens so groß waren die Hoffnungen, die damit verbunden waren. Von Astronauten und Kosmonauten gebaut, eine menschliche Kolonie im lebensfeindlichen All. Die Station sollte ein Sprungbrett zum Mond und Mars werden. Aber seit dem Baubeginn 1998 kam es immer wieder zu Verzögerungen. Das größte Problem war der Transport von Crew und Material in den Orbit. Der Shuttle, das erste wiederverwertbare Raumfahrzeug, sollte den Großteil der Arbeit erledigen. Er startet wie eine Rakete mit 2 Boostern, die zusätzlichen Schub liefern und wenige Minuten nach dem Start abgesprengt werden. 9 Minuten nach dem Start erreicht der Space Shuttle den Orbit. Vom Frachtdeck werden Sonden und Satelliten ausgesetzt. Die Crews haben Satelliten eingefangen und an Bord des Shuttle überholt. In 90 Minuten flogen sie einmal um die Erde. 16 Mal ging die Sonne an einem Tag auf und wieder unter.
Mit 27.000 Kilometern pro Stunde flog der Shuttle um die Erde. Eine perfekte Geschwindigkeit zum Aussetzen von Satelliten. Nach Vollendung einer Mission wurde der Shuttle zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abgebremst. Die Raumfähre wurde zum Flugzeug. Und zum Gleiter, weil der Sinkflug ohne Einsatz von Triebwerken ablief. . 1986, 12 Jahre vor Baubeginn der ISS, startete der 25. Shuttleflug. Aber die Challenger hatte einen fatalen Schaden. Der rechte Booster war undicht. 76 Sekunden nach dem Start explodierte die Raumfähre. Niemand an Bord überlebte. Das gesamte Shuttle-Programm wurde gestoppt. In der Zwischenzeit hatten die Russen die Mir gebaut. 14 Jahre sollte die Raumstation im Orbit kreisen. Mit der zuverlässigen Soyuz-Kapsel wurde die Versorgung der Station aufrechterhalten. Jeweils 3 Kosmonauten konnten mit ihr zur Mir und wieder zurückfliegen. Die ständig bemannte Station wuchs Stück für Stück. 1995, nachdem die Amerikaner das Shuttle-Programm wieder aufgenommen hatten, dockte der erste Raumgleiter an der Mir an. 9 dieser Rendezvous fanden statt. Die internationale Zusammenarbeit im All hatte endlich begonnen. 1998 schossen die Russen Zarya, das erste Modul der ISS, in den Orbit. Einen Monat später brachte ein Shuttle das zweite Modul ins All. Die Module wurden zusammengeschraubt, die ISS war geboren. 2 weitere Shuttle-Flüge brachten Werkzeuge und Ausrüstung zur ISS, aber die Zeit lief davon. Im Juli 2000, 26 Monate später als geplant, brachten die Russen Zvezda in den Orbit. Zvezda war das Herz der ISS, das Modul mit den Kontroll- und Lebenserhaltungssystemen, das eine ständige Besetzung der Station erst ermöglichte. Endlich startete von Kasachstan die erste Crew zur ISS. 2 Russen und der erste Kommandant der ISS, ein Amerikaner. Am 2. November 2000 war die erste Besatzung an Bord der ISS. Auf der Erde gilt, alles fällt nach unten. Die Schwerkraft lässt den Menschen sein Gewicht spüren. Aber auf der ISS lebt die Crew in der Schwerelosigkeit. Die Schwerkraft der Erde macht sich nicht bemerkbar, weil sich die Station im freien Fall befindet. Die Station fällt einerseits zur Erde, aber weil sie sich in Relation zur Erde so schnell seitwärts bewegt, erreicht sie die Erde nie, weil sich die Erde immer wieder fortbewegt. Blaue Behälter für amerikanisches Essen, rote für russisches. Die ISS ist ein multikultureller Arbeitsplatz. Teile der Einrichtung wurden von der Mir übernommen. Das Zvezda-Modul ist der Wohnbereich der ISS. Ob Essen oder Getränke, alles schwebt in der Schwerelosigkeit. Eine Blase Fruchtsaft. In der Schwerelosigkeit kann man keine Getränke verschütten. Ein Bonbon auf seiner endlosen Reise durch die Schwerelosigkeit. Ob in einem freischwebenden Schlafsack oder festgebunden an der Außenwand, schlafen in der Schwerelosigkeit ist nicht leicht. Die Crews berichten von Albträumen, Seekrankheit und schnarchenden Mitbewohnern. An Bord des Shuttle werden die Crews vom Kontrollzentrum geweckt. Die ISS hat ihren eigenen Wecker. Ohne fließendes Wasser gibt es eine Haarwäsche mit Trockenshampoo und anstelle einer Dusche Handtücher getränkt mit einem Reinigungsmittel. Die Zahnpasta wird geschluckt oder einfach abgewischt. Störender Lärm ist alltäglich. Die Crews beschweren sich über ständige Vibrationen. Hier wird gerade eine Klimaanlage repariert. Die Trainingseinheiten müssen unbedingt eingehalten werden, um Muskel- und Knochenschwund in der Schwerelosigkeit so gering wie möglich zu halten. Eine Kamera hingegen lässt sich hier oben einfach handhaben.
Und das Fotografieren oder einfach der Blick auf die Erde zählen zu den großartigen Momenten an Bord. Die Küste von Chile. Ein See in Kurdistan. Die Dakar-Halbinsel im Senegal. Fertig machen für einen Raumspaziergang. Das Anziehen eines Raumanzuges dauert 45 Minuten. Der isolierte Druckanzug macht einen Aufenthalt im Vakuum des Alls erst möglich. Vor dem Ausstieg müssen die Astronauten eine Stunde lang reinen Sauerstoff in der Druckschleuse atmen, um den Stickstoffgehalt im Blut abzusenken. Gleichzeitig wird der Druck langsam abgesenkt. Eine andere Vorsichtsmaßnahme sind die Sicherheitsleinen, die die Astronauten mit der ISS verbinden, damit keiner im All verloren geht. Bei Außeneinsätzen arbeiten die Astronauten in Zweierteams. Jeder Handgriff wird vorher immer wieder geübt, weil die Zeit hier draußen kostbar und sehr begrenzt ist. Modul um Modul sollte die ISS wachsen, aber der Terminplan konnte von Beginn an nicht eingehalten werden. Zuerst konnten die Russen das nötige Geld nicht rechtzeitig aufbringen, dann, es waren 6 bis 7 Shuttleflüge zur ISS pro Jahr geplant, hatten die Amerikaner Probleme. Im Januar 2003 startete die Columbia zu einer Routinemission. Beim Start beschädigte ein Splitter der Verkleidung eine Tragfläche. Niemand realisierte die schwerwiegenden Folgen, bis die Columbia 16 Tage später beim Wiedereintritt in die Atmosphäre wegen der schadhaften Tragfläche zerbrach. 7 Astronauten an Bord starben. Wieder wurde das Shuttle-Programm gestoppt. Aber ohne Shuttle keine neuen Crews, keine Versorgung, kein Weiterbau. Die ISS schien verloren. Noch einmal sollten die Russen alles retten. 3 Monate nach der Columbia-Tragödie startete eine zuverlässige alte Sojus mit einer frischen Crew und Vorräten zur ISS. Sicher dockte die Sojus an der ISS an. Eine 40 Jahre alte Technologie, auf die Verlass war. Die X-38 war als ein Rettungsboot für eine Notfallrückkehr von der ISS zur Erde geplant. Reibungskräfte und Fallschirme bremsen die Fähre beim Wiedereintritt ab. Aber die Gelder für das Projekt wurden gestrichen und ohne Shuttle hätte die Rettungsfähre ohnehin nicht zur ISS gebracht werden können. Die Zukunft der ISS ist ungewiss. Im Moment sind die Russen die einzigen, die eine Minimalversorgung der Station mit frischen Mannschaften und Vorräten gewährleisten können. Wenn das Shuttle-Programm wieder aufgenommen wird, werden alle Missionen zum kompletten Bau der ISS durchgeführt und bis hoffentlich 2010 vollendet sein.